sehen das als Auftrag fürs Frühjahr, noch besser zu werden, uns noch mehr weiterzuentwickeln, und unser Weg ist noch lange nicht zu Ende. Es war heute der Schlusspunkt einer wirklich langen Herbstsaison. Wie fällt so dein Gesamtresümee aus über den Herbst? Ich glaube, dass wir eine gute Herbstsaison gespielt haben. Wir konnten nach einer eher holprigen Vorbereitung einen guten Anfang finden in die Meisterschaft. Waren einmal Tabellenführer, hätten es heute wieder sein können, haben unsere Mannschaft gut entwickelt, haben viele, viele Prozesse vorangetrieben. Wir sind in die Gruppenphase der Euroleague gekommen, haben dort sehr, sehr gute Spiele gemacht. Ich denke, man kann positiv zurückblicken, aber wie gesagt, auch mit dem Auftrag, sich noch einmal weiterzuentwickeln, besser zu werden und ein noch besseres Team im Frühjahr dann zu werden. Danke, Dominik, und damit kommen wir zu den Fragen der Medienvertreter. Bitte sehr. Wie sehr schmerzt es oder tut es weh, dass man jetzt den Sprung auf Platz 1 nicht geschafft hat? Das psychologisch ja vielleicht doch recht wertvoll gewesen wäre. In die kurze Pause zumindest. Ja, ist klar, wenn hier Sportler und Leistungssportler am Werk sind und dann in der 94. Minute einen Elfmeter haben und an die Tabellenspitze kommen können, dass hier dann natürlich die Enttäuschung in der Kabine klarerweise riesig ist, ist klar, aber ich habe der Mannschaft auch in der Kabine gesagt, dass sie ein bisschen in den Rückspiegel schauen sollen und reflektieren sollen und auch sehen soll, was sie geschafft haben und erreicht haben, und das sind einfach nur Punkte. Am Ende des Tages sollen sie ein bisschen zurückblicken und schauen, was ihre Leistungen waren, und da war, denke ich, eine tolle Leistungsentwicklung zu sehen in den unterschiedlichsten Bereichen, und wie gesagt, unser Weg ist einfach nicht zu Ende, der hat jetzt erst begonnen. Dr. Frank, bitte sehr. Man hat vor dem Spiel ja gewusst, dass Salzburg gestolpert ist, aber war das auch eine zusätzliche Belastung, dass man die Augen vor den Augen, die der Tabellenführung hatte und die Wiener Austria in der letzten Runde nicht so optimal waren, und warum hat man sich dann heute so schwer gemacht? Ich denke, dass wir überlegen waren, dass wir vielleicht nicht so intensiv gespielt haben und im Kopf nicht immer so schnell waren auch oder handlungsschnell waren, aber ich denke, wir waren die absolut dominante Mannschaft und vor dem Spiel haben wir davon gewusst, aber es war, denke ich, für uns einfach eine Riesenchance wir sind in das Spiel hineingegangen und haben gewusst, durch die anderen Ergebnisse konnten wir überhaupt nichts verlieren, eigentlich nur gewinnen, und von daher war dieses Resultat eigentlich oder dieses Resultat, was in Salzburg passiert wird, überhaupt keine Belastung oder Hypothek. Weitere Fragen? Georg Leblhuber. Ja, da könnte man jetzt sagen, ja oder nein, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich glaube, dass es jetzt auch ausreichend ist, Zeit einmal runterzukommen und ein bisschen in den Rückspiegel zu schauen. Ich denke, auch in den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass wir unseren Handlungsspielraum auch erweitern konnten, was die personelle Struktur in der Mannschaft betrifft. Es sind viele Spieler, die am Anfang der Saison nicht in der Mannschaft waren, haben jetzt auch Fuß fassen können, hatten die Möglichkeit zu spielen. Ich glaube, in Bezug auf das erste Spiel waren jetzt 5 andere am Feld, als im ersten Spiel gegen die Austria. Und von daher, wenn dann alle wieder fit sind und alle zurück sind, glaube ich, haben wir einen wirklich tollen Kader, wo wir unglaubliche gute Struktur drinnen haben und auch Konkurrenzsituationen haben, wo wir uns einfach gegenseitig immer hinaufschaukeln, und von daher, ja, nehmen wir es so, wie es ist. Ich denke, die 2 Wochen tun uns gut, und denke, wir werden es schaffen, dann am 4. wieder einen guten Fokus zu finden. Weitere Fragen? Bitte sehr, ja. An der Tabellenspitze drängt sich jetzt alles ein wenig zusammen. Es ist jetzt nicht nur der LASK, der Salzburg fordert. Ist es irgendwie spannender, interessanter auch für Sie, oder werden Sie gern allein Ja, ich glaube, dass wir auf ein sehr spannendes Frühjahr blicken können, wenn so viele Teams gut performen und wenn
Spielergebnisse nicht prognostizierbar sind, wenn die unterschiedlich ausgehen können. Wenn, natürlich ist es auch schön für die Liga, wenn Salzburg auch einmal schwächelt. Ich glaube, dass es ein sehr spannendes Frühjahr werden wird. Und ja, von daher tut es, denke ich, dem österreichischen Fußball sehr gut, wenn das so ist. Und vielleicht der Kollege in der dunkelgrünen Jacke nochmal. Also gut, ja dann. Naja, wir denken halt sehr intensiv über die Position 9 nach und das, denke ich, ist einmal so ein wichtiger Aspekt. Auf der anderen Seite hoffen wir natürlich auch wieder, dass sich die ganze Covid-Situation, die nervt halt schon sehr und denke, es wäre auch wieder schön für Zuschauer zu spielen. Also wenn man das in dieser Reihenfolge wünschen könnte, dann wäre ich sehr glücklich unterm Weihnachtsbaum. In erster Reihe noch. Zu den Zuschauern, das war eigentlich meine Frage. Ist es jetzt momentan ja so spannend wie in Wien, ganz vorne, wie schade ich, oder finden Sie das, dass natürlich nirgends Zuschauer sind? Auch heute wieder natürlich. Wie sehen Sie diese Situation jetzt für die Fans, auf die ja einfach nicht im Stadion kommen? Ja, ich glaube, dass für die Fans natürlich auch eine schwierige Situation ist und auch für die Spieler. Ich denke, unsere Spieler machen das gut. Sie stellen sich trotzdem gut auf die Spiele ein, obwohl man einfach hier ja, vor niemandem eigentlich spielt und die Leute maximal vor den Fernsehern sitzen. Es ist sehr schade, aber ich denke, es ist einfach der Situation geschuldet, die wir auch jetzt nicht großartig ändern können. Und deswegen einfach auch hoffe ich, dass hier bald sich die Situation überhaupt für die gesamte Gesellschaft bald ändert, weil ja, denke ich, nicht nur die Zuschauer leiden, meine Kinder leiden, alle leiden. Also ich denke, es ist schwer, ich denke, in der Familie eine schwierige Situation einfach. Gut, gibt es noch eine Abschlussfrage oder sind alle Fragen beantwortet? Dann sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ich glaube, wir blicken voller Zuversicht in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2021. Danke sehr. Alles Gute, frohe Weihnachten.